Und vom Europa League-Spiel begrüße ich euch mit einer etwas traurigeren Nachricht. Modio Mondé hat international wirklich sehr, sehr zu knabbern. Er ist mit der Elfenbeinküste ins Finale geschafft. Diesmal nicht WM, sondern Afrika Cup. Und wieder haben sie dieses Finale verloren. Also zwei verlorene Finals in 2 Jahren. Ja, 26 war die WM, 27 der Afrika Cup. Sehr große Finals, also quasi die größten auf Länderspielebene. Ja, der Junge hat es nicht leicht, aber ist natürlich auch was, was den Charakter stärkt, was Gewinnertypen ausmacht, aus den Niederlagen zu lernen. Und da unterstützen wir ihn natürlich auch, wenn er immer noch sauer ist, dass wir ihn nicht verkaufen wollen. Aber was soll ich denn machen? Es kamen keine Angebote rein und ich werde ihn sicher nicht anbieten, weil dafür ist er mir zu gut. Ja. Ja, wir spielen jetzt erstmal in Prager. Die spielen tatsächlich wirklich, ich habe es mir angeguckt, langweiligsten, einfalllosesten 4-4-2 Kick and Rush Fußball. Es ist wirklich nicht schön. Und die Ergebnisse sind auch nicht so schön für die letzten 3 Spiele nicht gewinnen können in der Liga. Darunter gegen Casa Pia und noch irgendein No-Name Portugal Club unentschieden in der Liga. Gegen Porto kann man mal verlieren, gut. Aber nicht mit einem 0,02er XG zu 2 irgendwas. Ja. Also, ich glaube, die Zeichen sind klar gesteckt. Wir wissen, wo es lang geht. Und wir fahren mit 3 Punkten nach Hause. Sie gehen mit einer guten Form in dieses Spiel. Ihr Gegner allerdings nicht. Befürchten Sie vielleicht etwas Selbstzufriedenheit? Nee, gar nicht. Ich sehe gar keine Anzeichen dafür. Wirklich nicht. Ich glaube, heute ist wirklich jedem klar, dass es ein sau, sau wichtiges Spiel ist. Wie wichtig ist für Sie heute eine gute Leistung? Eine gute Leistung ist immer wichtig, heute natürlich besonders, klar. Und Arthur ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade in den letzten Spielen, ja, ist er wieder in einer besseren Form. Er ist an sich natürlich ein herausragender Spieler. Sagen wir ihm bis zum Sommer. So, so geht Prager rein. 4-4-2, wie erwartet. Bei uns gibt es kleine Änderungen. Dardai Mausund wieder auf der Doppel-6. Dafür Lara hinten rechts. Uetra Ogo darf rechts vorne beginnen. Jones rückt von der 6 auf links außen vor. Und auf der Bank mit Enderle mal wieder ein zweiter Mannschaftsspieler und mit Joel da Silva Kiele, glaube ich. Noch ein weiterer zweiter Mannschaftsspieler, einfach aus dem Grund. Uns fehlen die Innenverteidiger. Verissimo ist gelb gesperrt. Und ein Sechster fehlt uns da auch so richtig. Deswegen. Weil halt die anderen beiden bei Jones und Uetraogo spielen. Und sonst hätten wir da nur Lukstein. Deswegen ändert er auch nochmal mit dabei. Denkt man nicht, dass sie zum Einsatz kommen werden. Aber einfach sicher ist sicher. So. Hassan Ouedraogo probiert's. Erster Versuch. Okay. Kiala hieß er, nicht Kiele. Joel da Silva, Kiala. So. Lara zusammen mit Ouedraogo. Flanke kommt. Wird erstmal geklärt. Konterchance gibt's nicht, weil Mausund aufpasst. Dardai, Franca. Ouedraogo legt den ab, abgefälscht. Curtis Jones. Sehr gut. Die beiden machen da weiter, wo sie gegen Wolfsburg aufgehört haben. Jones jubelt erstmal auf Knien vor den Sporting-Fans. Ich kenne das, ich weiß nicht warum genau. Ich weiß, vielleicht haben sie jemand rassistisch beleidigt. Aber ja, er hat auf jeden Fall einen Grund, so zu jubeln. Gehe ich von aus. So. Nächste Ecke von ihm. Vielleicht ist auch noch eine Vorlage mit dazu. Jawohl, da gibt es eine Vorlage mit dazu. Linus Gechter macht mal wieder ein Kopfballtor. Sau, sau wichtig. Bisher braucht Prager noch kein Wunder. Die brauchen erstmal nur ein Tor. Aber es ist natürlich ein Top-Start für uns. Sehr geil. Also so beginne ich diese Partie sehr, sehr gerne. Jetzt machen wir noch das 3-0 vor der Halbzeit drauf. Dann 4-0, 5-0. Schicken sie dann so nach Hause und dann war's das. Dann können wir, glaube ich, auch ganz entspannt ins Rückspiel gehen. Wäre natürlich die Wunschvorstellung. Aber wir stehen hinten sehr stabil. Mausund. Nimmt Björkan mit. Björkan mit der Flanke. Willis kommt an den Pfosten. Schade. Ja, Mausund. Noch ist nicht vorbei. Chipball. Ne, kommt nicht an. Nur Morera. Und jetzt könnte es sogar einen Konter geben über Thiago Laines. Ojeda. Der ist der Top-Torschütze. Der Pragati. Ja, und Laines hat die Antwort. Ich sag doch, die brauchen nur ein Tor, kein Wunder. Schade. Wäre auf der anderen Seite das Ding von Willis reingegangen, wäre es durch gewesen, das Spiel. Naja, trotzdem. Top Start von uns.
Dann können wir weitermachen. Machen wir es Dritter als oder so. Ne? Bisher hat ja Braga den Ball. Und wir machen das, oder wir haben die Chancen. Ja, quasi faire Aufteilung. Diego Lainez jetzt aber nicht nochmal schießen lassen. Wir haben nicht draus gelernt. 2-2, so schnell kann es gehen. Alles klar. Da stimmt leider die Zuordnung nicht so ganz. So, und jetzt aber mal aufpassen hier. Nuno Moreira. Ball wird geklärt. Ojeda. Super. So, ich sag von den Jungs ist einfach mal, hier wird ein bisschen mehr gefordert. Und nach dem Traumstart wurde einfach abgeschaltet. Hat man gedacht, man hat es hier mit irgendeinem Drittligist zu tun. Aber Sporting Braga kann natürlich auch kicken, auch wenn sie kein so schön Fußball spielen. Gut von Curtis Jones. Bjørkan, Gechter. Da mit Bjørkan. Und der geht einfach mal. Bleibt mit Glück am Ball. Willis auf Ultra Ogo, der steckt ihn durch. Curtis Jones, was macht er denn? Das war eh abseits, aber was macht er denn? Der Junge. Hätte der Doppelpack sein können. So, Cuardo. Und Diamata ist durch. Ne, Diamata. Haut ihn drüber. Ich muss sagen, nach dem Start bin ich dann doch sehr enttäuscht, was aus der Halbzeit wurde. Da muss ich mit den Jungs jetzt mal ein ernstes Wörtchen hier reden. Da bin ich tatsächlich sehr unzufrieden. Und Lara, Junge, das geht auf jeden Fall besser. Reiß dich zusammen. Let's go, Halbzeit 2. Mausund hat Bock. Ja, kriegt Uwe Traoré nicht ganz angespielt. Ah, da haben wir einen Freistoß. Chipball, Gechter kommt nicht hin, aber Curtis Jones hat ihn. Und vielleicht eine Idee. Ah, bleibt da ein bisschen am Ball. Da jetzt ist. Ach du Scheiße, was war das denn für ein Tor? Aber abseits. Ja, also was der Ball hier von Dardai sollte, muss man mir mal erklären. Naja. Egal, weiter geht's. Wenn wir ein Abseits-Tor machen, können wir auch so ein Tor machen. Ich feuer die Jungs mal an. Ja, kann. Hinten rum mit Mausund. Kommt der Chip bei Franchard Curtis Jones. Da ist zurück auf Curtis Jones. Let's go. Der Junge ist da. Auf einmal. Let's go. Doppelpack und Vorlage. So muss es sein. Ja, die paar Spiele, alles sechs, haben ihm da wieder Selbstvertrauen gegeben. Haben ihm gezeigt, wie gut er eigentlich kicken kann. Lara und wieder Curtis Jones. Nee. Das wäre jetzt zu viel gewesen. Ja, trotzdem belohnen wir ihn mal, ziehen ihn mal da raus, beziehungsweise rein und bringen hier Rooney über links. Mr. Europa League bleibt erstmal noch draußen. Das ist der erste und einzige Wechsel bisher. So, zu der gelben Karte holen wir Uetra Ogo auch sicherheitshalber mal raus. Dafür kommt dann Ben Richards mit seinem neuen Vertrag und vorne rein Maxi Bayer für Alejo Velis, der heute mal ungewohnt ohne Tor vom Feld gehen muss. Wobei er hat noch eine Chance. Noch ist er nicht ausgewechselt. Mauson, schöner Ball auf Bjørkan. Bjørkan für Rooney, der verliert ihn dann leider an Alvaro. Konter kommt aber auch nicht zustande, weil Gechter da sehr gut steht. Mausund, Jones, schön durchgesteckt, Rooney. Ultra Ogo, Mausehund. Ja, probiert's mal. Okay. War eine Annäherung, sag ich mal, ans Tor. Jetzt dann auch der Wechsel. Und ja, wie es aussieht, braucht Björkan Pause. Diego Lainez nochmal. Der hat auch Bock auf den Hattrick, ne? Ist hier so ein bisschen die One-Man-Army von Braga.
Hätte hier ganz alleine noch im Spiel. Gut von Altay. Obwohl für Emilio Lara. Richards verliert den Ball. Richards auch ein bisschen von der Rolle im Moment. Nein, jetzt aber der wird geklärt. So, Rooney. Kontermöglichkeit. Dardai. Ben Richards. Jetzt hat er mal Platz. Das ist besser für ihn. Jones, klasse Pass für Maxi Bayer. Und was ist denn da passiert? Rooney einfach am Ball vorbeigelaufen. Na, Flanke kommt nochmal Ben Richards. Schade. Ich denke, wir können jetzt auch nochmal wechseln. Den letzten Wechsel einmal Björkan raus, Aivu rein. Und wir lassen Dardai drauf. Dafür kommt Luke Stein rein für Mausund. Ja, wichtig wäre ja trotzdem so oder so der Auswärtssieg, ne? Jetzt natürlich die Höhe wäre natürlich schöner, wenn wir den möglichst hoch gewinnen, so wie Sturm Graz zum Beispiel. Aber ein Sieg ist trotzdem erstmal ein Sieg. Und dann können wir gegen Stuttgart schön schonen. Und dann eh im Rückspiel sowieso sie abschießen. So, Gechter, Aivu. Minus Gechter. Oh, schlimmer Fehlpass, aber er macht es wieder gut. Sehr gut. Dardai. Ja, vielleicht fällt hier noch das vierte. Rooney legt ihn quer. Braucht fast zu lang und Luke Stein und dann wird er abgefälscht. Eieiei, da waren jetzt, glaube ich, 5 Berliner und nur 2 Bragati im Strafraum. Das hätte eigentlich das Tor sein müssen. 4-2 wäre natürlich noch super entspannt gewesen. Curtis Jones kommt nochmal zurück. Nee. Ja doch, er holt ihn sich nochmal. Frage ist aber, können wir den nochmal gefährlich nach vorne bringen? Richards verliert auf jeden Fall nochmal einen Ball. Diaz, gut aufgepasst von Dardai, kann ihn aber nicht behaupten. Gut aufgepasst von Rahmani. Rooney, klasse Pass für Ben Richards. Der muss ihn nur in die Mitte legen. Da wartet Maxi Bayer und er schießt das Tornetz kaputt. 4-2, es geht doch. Es geht doch Ben und es geht doch Maxi. Sehr geil, Maxi trifft da wenigstens nur noch Europa League. Sehr, sehr geil. 4-2, super Ausgangsposition fürs Rückspiel. Jetzt nur einfach hinten, ich wollte gerade sagen, zu Null spielen, aber da sind wir schon ein bisschen zu spät dran. Uiuiuiui, da. Puh. Da wollte er den Coach nochmal einen Schock einjagen. Naja, wir gewinnen 4-2, wie gesagt, top Ausgangsposition. Freut mich sehr, dass Maxi Bayer trifft. Jones, überragende Partie. Rooney auch gut reingekommen. Dann Richards auch mit der Vorlage, freut mich, Dardai, klasse Partie. Gechter stark, Aivu stark. So muss es sein. Und Velis Franca, den vergebe ich das, wenn die mal nicht so gut spielen. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall von jedem hier eine klasse Leistung. Wir gehen mit 3 Punkten zurück im übertragenen Sinne, sondern eher mit einem Sieg, mit einer tollen Ausgangslage. Was gibt's Besseres, als in einem Verein zu arbeiten, wo die Moral so gut ist? Ja, gute Zeiten bleiben gut, wenn man daraus tragfähige Fundamente gießen kann. So sieht's aus. Sie müssen mit dem Sieg zufrieden sein, das stimmt, unsere Leistung, ja. Die Spieler wurden von den Fans mit Applaus verabschiedet. Das sagt eigentlich genug, genau. Und abgefälschter Schuss von Curtis Jones schien der dringend benötigte Glücksmoment für sie gewesen zu sein. Ne, vor allem für ihn, denke ich. Tor ist ein Tor, ja. Schauen wir mal rein, was der Rest so gemacht hat. AEK Athen verliert zu Hause gegen Rangers, okay. Fiorentina mit einem 1-1 gegen Nantes. Sturm Graz haben wir gesehen, die haben alles richtig gemacht. Ferencváros da 5-1 abgeschossen. Galata gewinnt 1-0 gegen Osijek. Stadren, Rangers, auch zwei relativ starke Gegner noch. Mit dem 0-0. Kopenhagen gewinnt. Vigo gewinnt, wie erwartet. Und wir gewinnen. Sehr gut. Da würde ich sagen, Sonntag, Stuttgart, bisschen schonend angesagt. Und im Rückspiel wird nochmal Prager zerfetzt. In dem Sinne, haut rein.